Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm 1 Ungarn. Der Kongo meint, ich könnte die großen Werke vom Kongo stehlen, um seine Kultur etwas, seinen Tourismus etwas zu vermindern. Das wäre auch eine Idee. Mir gefällt die Partisanen-Idee aber gerade besser, muss ich ehrlich zugeben. Und die Hochwassersperren werden nicht fertig und ich soll mir Militärpioniere kaufen, um mit deren Ladungen das fertig zu machen. Ich wusste nicht, dass das geht, aber ist cool. Ich meine, die Alternative ist, dass die Säcke einfach schwimmen lernen, oder? Ist eh gesund für den Kreislauf. Ja, vielleicht kaufen wir ein paar Millionen. Wir haben hier so viel Geld. Maybe yes. Maybe okay. Lazarus freut sich über den Erdsatellitenstart. Und versucht sich immer noch an seiner besten Dick Cheney-Impression hier und drängt mich dazu, Atombomben zu verwenden, was aber ich in meinem friedlichen Dasein einfach nicht machen will. Ich habe das letzte Mal einen Diplomatie-Sieg gemacht, als ich Zivt gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. In Kisch wäre die Stadtmauer des Moment, denke ich, wohl die bessere Wahl gewesen, sagt Schwabenboy als der Staudamm. Immer diese Kritik. Nee, wo er recht hat, hat er recht. Ich meine, das Monument brauchen wir scheinbar nicht. Ah, die Stadtmauern. Kann ich sie reparieren? Good point. Und es sieht ein bisschen so aus, als würde Persien Preslav angreifen. Ja, aber ich meine, es ist Persien. wir kriegen nichts gebacken. Okay. Das wäre es für die Comments. Wir können ein paar. Wie viel kostet ein Militärpionier? Die Sachen sind nur alles überteuert. Wo ist der Militärpionier? Militärpionier, also du brauchst ein Lager. Wo ist dein Lager? Geh. Jetzt wird schon kompliziert. Wo ist das nächste fucking Lager? Also das sind alles meine Städte, ich baue ja keine Lager. Ma, die Lager sind da drüben. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Oh, das ist so annoying. Oh mein Gott. Okay, Amboas. Wow, sind die billig. Okay. Wow, sind die billig. Also die werden natürlich teurer, oder? Jetzt mit der. Die werden nicht teurer? Wow. Okay. Vielleicht sollte ich einfach überall Militärpioniere vor seine Kampfpanzer hinstellen hier. Das machen wir eigentlich. Also wir haben Kisch eingenommen. Hey, wir haben. Oh, wir beschießen schon Eridu. Wow. bist du? Please don't do this. Stop it. Okay, und er hat immer noch 3576. Was ist mit ihm? Kennt ihr mal Truppen? Also wirklich, ich weiß, ich habe mich schon das letzte Mal darüber aufgeregt. Aber wie kann es sein, dass die einzigen Leute, die keine Truppen bauen, immer die sind, die mit mir verbündet sind? Baut Truppen. Tut was. Ich meine, das ist ein bisschen Karma. Verstehe jetzt, wie sich die Deutschen im Ersten Weltkrieg gegenüber den Österreichern gefühlt haben, aber... Wir haben wenigstens Scham. Im Gegensatz zu den scheiß fucking Sumerern. Ah nein, sorry, scheiß fucking, was ist das? Griechen. Sollen andere sagen, was sie wollen, aber die Blüte des Informationszeitalters begann mit der Entdeckung der Globalisierung durch Ungarn. Ja, ich weiß. Obviously. Wir sind alle, dass Ungarn sehr globalisierungsfreundlich ist. Politik ändern. Oh, warte mal, ich kann mir wieder meine Dingsy-Politik reinhauen. Ah ja, und Lazarus hat, glaube ich, noch gemeint, es gibt die... Die Rockband-Politik scheinbar nicht mehr. Also ich wurde angelogen von meinen eigenen Comments. Dass einem sowas passiert. Oder ich hau E-Commerce rein. Damit wir noch mehr Geld und Produktion machen, weil wir das ganz furchtbar dringend brauchen. Um so wenig Geld und Produktion. Thank you. Hello. How are you doing? My good friend. Mr. Kampfpanzer-Armee. Eigentlich würde ich gerne die... Wo bist denn du? Du solltest mal ein paar... Du kriegst keine Beförderungen hier. Ey, kannst du bitte schießen, wenn ich das halt... Hey! Oh mein Gott. Wie kann es denn, dass immer dort den Hügel ist, wo ich krieg keinen brauchen kann? How is this even possible? Jedes Mal. Mein Gott. Dankeschön. Wir sind hier noch nicht beim... wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es wird gefährlich hier, dass ich nicht in einer... Also freue mich, wie er in der Goldenes kommen. Ich meine...
Wir wollen uns schließlich nicht lumpen lassen. Okay, nächste Runde, glaube ich, soll es soweit sein. Dann können wir Eri, du einnehmen. Dann machen wir langsam Vorstöße in diese. Mein Gott, bist du groß. In diese Wüste namens Kongo. Was will ich denn als nächstes machen? Wir haben die Globalisierung fertig. Ich glaube, es interessiert mich nicht so wirklich. Und mein Kapitalismus. Ich weiß nicht, es geht auch immer schief. Oh, wir können neue Dings hier machen. Was für Bonus setzt deine. Ja. Ich will aber. Verdient ihr 4 Gesandte. Na, habe ich irgendwas mit einfach bessere Armee? Minus 3 Kampfstärke. Ja, wir haben wirklich nichts mit Kampfstärke. Ich brauche nur Kampfstärke. Nicht minus Kampfstärke. Ihr Wachbirnen. Also, das ist überall das Gleiche. Plus 2 Annehmlichkeiten in allen Städten und plus 2 Kultur pro Spezialbezirk. Ich meine, es bringt tatsächlich was, um mich gegen den Kongo zu verteidigen. Plus 3 Energie in allen Städten, plus 30% für alle Stadtprojekte. Ich glaube, wir nehmen die dezentralisierte Herrschaft, nur damit wir ein bisschen mehr Kultur bekommen, um gegen den Tourismus zu verteidigen. Ja, was hast du? Ja, Hochwassersperre abgeschlossen. Look at this. Ebor hat nicht an dich geglaubt, Saget, aber ich habe niemals Zweifel gehabt. Hey, bau nochmal einen Handwerker hier. Du hast schon wieder keinen Strom. Pardon. Leg dir mal ein bisschen Strom zu. Mechanisierte Infanterie habe ich hier abgeschlossen. Nice, well done. Bauen wir einen Flughafen? Militärpionier. Bauen wir einen Militärpionier, right? Da müssen wir uns nicht mal kaufen. Ey, du hast noch irgendwie keine Stadtverteidigung hier. Fällt mir gerade auf. Bartibira. Geht ihr wieder mit dem Befördern? Befördern wir dich? Whatever, wir befördern. Muss ich dich befördern? Na. Wir haben schon alle mittlerweile. Ich glaube, wir befördern dich für zusätzlichen Fernkampfangriff. Hin und wieder könnte das was bringen. Falls wir in eine dicey Situation kommen. Du bleibst einmal hier. Dabei machen wir nichts weiter hier, außer blöd rumstehen in der Gegend, wie wir es eh schon gewöhnt sind. Das ist der langsamste Krieg aller Zeiten. Hat nicht zufällig irgendwer in der Zwischenzeit eine Einheit gebaut, geliebte Stadtstaaten? Nein? No chance? Was ist mit dir, Nazca? Ah, du gehörst nicht einmal mit mir. Nicht, dass da einer hätte. Antiochia! Ich meine, es ist natürlich eine Panzerabwehr, was soll es sonst sein, aber. Immerhin eine Einheit. Breslau? No. Auch nicht. Alright. Well. Shit. Ich will mich nicht ins Lager stellen. Wie schaut denn hier überhaupt das Layout aus? Oh mein Gott, hat der viele Lager überall. Mein Gott. Ey, wir können Hongkong befreien gehen. Wir könnten auch hin das zerstören. Was könnte man denn zerstören, damit vielleicht ein Loch entsteht? Adab? Wir könnten Adab zerstören. Müssen wir Adab wahrscheinlich als nächstes uns holen. Na, Eridu, Adab, das geht eh aus von hier aus. Adab kaputt machen und hoffen, dass da irgendwo ein Loch ist, wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, ehrlich gesagt, wo das Loch sein wird. Dann können wir dort Einheiten hinstellen. Wo ist der Flughafen? Der nächste Flughafen ist wo? Ich habe doch da irgendwo habe ich einen Flughafen gebaut. Right? Ich weiß, ich habe da irgendwo einen Flughafen gebaut, ich sehe ihn noch nicht. Ich hab keinen Flughafen gemacht. Was ist mit Kisch? Kann Kisch einen Flughafen bauen? Na, fuck. Wer von euch hat einen Flughafen? Keiner. Was ist nicht du? Nein. Niemand vielleicht. Du hast den Flugplatz, okay. Wo ist der Flugplatz? Das ist der Flugplatz. Achso, da ist der Flugplatz. Das könnte von da dann wegfliegen, das ist aber auch nicht so wirklich ganz smack dab in der Mitte. Hat irgendwelche, du hast doch Flugplätze gebaut, oder nicht? Nicht jeden noch mehr Flugplätze? Hm, vielleicht können wir hier dann einbauen. I don't know. Ey, du bist sogar bestromt, ja, look at you.
Du hast dich jetzt hier rüber für die Hochwassersperre, die wir apparently bauen. Wo muss ich denn da draufsetzen? Wie mache ich das überhaupt? Hallo, unnötige mechanisierte Infanterie, how is your day? Warte ich mal vor Breslau. Warte, hast du da eine Schiene draufgebaut? Dass da keine Schiene draufgebaut, mein Gott, ich bin nicht weitergehen sollen. Ja, hau dich rein nach Nazca. Hey, schau ihn an. Eine moderne Panzerabwehr. Look at you go. Achso, wir brauchen ja Strom. Wollte ich hier den Strom bauen? Ich glaube, ich wollte hier den Strom bauen. Also bauen wir Strom. 16% Partisanenrekrutierung. Großes Werküberfall geht auch nicht. Wieso sind alle meine Spione so komplett unfähig? Kann mir das irgendwer erklären? Wir müssen irgendwie an unseren Rekrutierungsmethoden arbeiten. Versteht ihr, der Schwarm wollte wieder sagen, ich soll mir das hier durchlesen. Ich meine, come on. Wer hat Zeit für sowas? Hey, einmal drauf gefetzt. Nochmal drauf gefetzt. What? Are you telling me? Was ist das für ein scheiß Layout? Oh mein Gott. Nein, du sollst irgendwo hingehen. Chill. Hügel? Hügel. Hügel? Hügel. Kein Hügel. Okay, interesting. Einmal drauf gefetzt. Da ist noch so ein Dingsy. Wait a second. Wait one fucking second. Come on now. Come on now. Wirklich? I'm annoyed. Über den Berg kann ich eh nicht drüber schießen. God fucking damn it. Gott, ist das nervig. Wieso musst du jetzt da stehen? Du, das nervt. Okay. Einmal auf... Wir kriegen fucking Eridor nicht eingenommen. Eridor. Stadt aus... Herr der Ringe. Please. Why is everything so hard? Ich kann darüber nicht durch. Du bist jetzt gefährdet. It's not fun. Ich nehme die depperte Stadt nicht mehr. Wie, für der Richtung können wir auch noch hin. Wow. Wowhausens. Okay. Müssen wir mit beiden hingehen? Ach, ich bin mir nicht sicher, ob es sich ausgeht. Kannst du auch von der anderen Richtung hin? Irgendwer? Maschinengewehr? Dude? Nein. Natürlich nicht. Why would you be able to do that? Oh no. Hey, hey, ich habe noch eine Idee. Was ist, wenn wir dich da hinhauen? Aber ich kann dich sogar da hinhauen. Das ist risky. Ich meine, er kann nicht sterben, das ist not that risky. Wieso verlierst du so viel Shit? Stop losing that much shit. Oh mein Gott, du verlierst auch extrem viel Shit. Nein, das sollst aber aus der Richtung kommen. Blöde mechanisierte Scheiß-Infanterie. Please. Nein, es geht sie immer noch nicht aus. Oh. Okay, du bist tot. I get it. Fair enough. Wirklich, du kannst so angreifen? Das ist halt die Fingergericht. Wie sollst du so angreifen? Du kannst von der Richtung angreifen? Bist eine Wacht. Wie soll das gehen? Ha. Huh. Interesting. Könnten wir von da hineingreifen? Bin mir nicht sicher, ob das geht. Okay. I got a plan. Sag mal. Du Wachbier, ne? Dankeschön. Man hätte jetzt auch einen anderen da hinsetzen können, wenn man ehrlich ist. Weißt du, dass du belagert bist? Nur die mechanisierte Infanterie wird erschossen. Wie kann ich das nicht einnehmen? Es bringt mich um. Okay, wir hoppen jetzt mal wieder da drüber. Oh, fertig. Da will ich nirgendwo ein Platzerl. Das ist nirgendwo ein Platzerl. Das ist kein Platzerl mehr. Platzerl ist aus.
Wait, kannst du finden? Na. Na. Warte, kannst du da und da noch da? Das könnte sich ausgehen, vielleicht. Come on. Be my hero. Yes! Get fucked. Okay, Stadt behalten. Das ist eine etwas schwere Geburt. Wieso fragst du mich jetzt nicht, was ich in der Stadt mache? Du verwirrst. Das ist absichtliche Verwirrung hier, die du stiftest. Spiel, mach ein Sendezentrum. Brauchen wir ein bisschen der Kultur. Etwas Kultur muss sein. Kornspeicher. Ich höre mich genau an mit Till Lindemann. Bevor er was anderes sagt. Monument reparieren. Einheit benötigt Befehle. Okay. Du gehst dahin. Das ist auch ein bisschen dicey. Alles ein bisschen dicey. Oder wir befreien kurz Hongkong zuerst. Ich glaube, wir befreien doch Hongkong zuerst. Sag mal, aber wie sieht es aus mit euch, Burschen? Wo ist das Wichtigste? Das wichtigste Teil bist du. 15 Runden, es geht zu schnell. Es geht zu schnell und dann müssen sie wieder irgendwie weg. Ich hoffe, Eri, du kannst du. Nein, du baust gerade das Monument. Könntest du. Du kannst keine Sachen bauen. Sie, wir haben alle schon alle Bezirksplätze verwendet. Dann kann ich nichts bauen. Dann kann ich keine Flughäfen bauen. Also fehlende Infrastruktur. Du bist auch deppert, weil du da keine Schiene gebaut hast. Hä? Immer noch nicht bestromt. How is that even possible? Geht der Wind nicht oder was ist los? Mach hier eine Mine. Wer ist gestorben? Ah, von einem Lager gekillt, hä? That shit happens. Oh mein Gott! Komplett unfähige Spione. Oh, annoying! Dieses Lager hier ist ziemlich nervig. Hey, da ist eine Beförderung gekommen. Look at you go! This is all shit. Ich weiß schon wieder, wieso ich Infanterie nicht mag. Hey, warte mal, du gehst mal kurz nach Kisch chillen. Okay, du hast dich nach Eridu. Nicely done. Na, du kannst dahin, da müssen wir nur mit dir woanders. Muss das hier stehen? Okay, da können wir in Ruhe stehen, das ist fein. Also kommst du mal dahin. Hey, ja, danke. Das hat mir so kurz so ausgezählt, als würde ich nicht da stehen. Sind das jetzt schon wieder Hügel? Davor, wenn du auf keinem Hügel stehst, ich bring mich um. Das gibt's doch nicht. Wie können die Hügel immer so stehen, dass das nervt? Jedes fucking Mal. Oh mein Gott. Jesus. Okay. Das ist, ich kann das Scheißding nicht beschießen, außer von hier aus. Perfect. Love it. Nice. God damn it. 1, 2, 3, 4. Das ist eigentlich 5 fucking Reichweite da mit dem fucking Ding, right? 1, 2, 3, 4. Also kannst du von da schießen. Don't lie to me. Du bist dahin zweimal auf dich geschossen, du scheiß fucking Panzerding, ey. Ich wünsche mir schon fast die kanarischen Hügel wieder zurück. 5 Sternenstärke gegen Kavallerieeinheiten, das ist das Einzige, was der Trottel baut. Okay. Du hast dich dahin. Du hast dich motherfucking hierhin. Wo ist das dumme Drohnen-Bullshitty? Ja, okay. So. Drauf gefetzt einmal. Drauf gefetzt zweimal. Aber wir können auch gleich noch alle beschießen von ihr. Mir gefällt diese Bergposition. Alrighty. Wo sind die anderen? Was machst du schon wieder hier? Wo sind die anderen? Da ist eine Flugabwehr. Die Flugabwehr kommt hier hin. Beschützt alle euch. Wo ist die andere Flugabwehr? Ich hab sie doch gerade gesehen. Wo ist die andere Flugabwehr? Da ist die andere Flugabwehr. Du kommst aber mal hier hin. Ah, passt. Was hast du schon wieder für ein Problem? Du gehst schon wieder zum Alex nach oder zu Merien?
Wieso gehst du immer zu so einem. Wie ist das überhaupt möglich? Ja, das ist für kompletten Schwachsinn. Ich glaube, es ist ein Bug, dass die gerade immer wieder zu Sumerien läuft. 2000 dann. Es wird nicht weniger. Ich morde Panzermen. Kampfpanzermen, wie blöd. Es wird nicht weniger auf seiner Seite. Zumindest wird es nicht viel mehr. That's something. Alright, ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ba-bam.